Diesen Film möchte ich das Pohlsche Pendel mit Excel auswerten. Pohlscher Resonator wird das auch genannt. Also es geht letztendlich um eine gedämpfte Schwingung. Im Internet findet man dazu sehr viele gute theoretische Auswertungen mit den Differentialgleichungen, Pipapo. Was aber eben fehlt, ist, wie man Messdaten tatsächlich in Excel halt darstellt. Und dazu habe ich etwas vorbereitet. Habe hier so eine Auswertung gemacht, wo man dann eben die Dämpfung bestimmt und möchte Ihnen zeigen, wie man diese Geschichte, also basierend auf Messdaten, wie man das erstellt. Ja, und dafür öffne ich jetzt mal eine neue Excel-Tabelle. So, zur Verfügung stehen diese Messdaten. Und die möchte ich auswerten und letztendlich möchte ich die Dämpfung bestimmen und letztendlich möchte ich das Schwingungssignal oder den Schwingungsverlauf halt auftragen. Das hier sind jetzt synthetische Daten, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Zunächst mal fügt man ein Diagramm ein. Und zwar definitiv ein XY-Diagramm. Und definitiv auch nichts mit diesen interpolierten Linien. Ich nenne das immer Excel-spezifische Verbindungslinien. Davon sollte man grundsätzlich die Finger von lassen. So, also in Verbindung mit Geraden kann man machen. Dann sieht das folgendermaßen aus. Und hier, das ist ja sozusagen der Dämpfungsverlauf der Amplitude. Das heißt, hier lege ich eben eine Trendlinie durch. Mit der rechten Maustaste klickt die Daten an, rechte Maustaste, Trendlinie hinzufügen. Und in diesem Fall ist das eine exponentielle Trendlinie mit einer E-Funktion, klingt diese Amplitude ab. Und die Formel möchte ich hier auch im Diagramm dargestellt haben. So, und mit der möchte ich jetzt auch nachher weiterrechnen. Also ich kann jetzt hier gleich die Dämpfungskonstante mir ausrechnen, das ist nämlich hier diese minus 0,5, das ist gerade etwas klein nur zu sehen. Man sollte aber zunächst mal hier die Nachkommastellen erhöhen. Klicke ich mal hier auf diese Balken und dann auf Zahl und erhöhe hier mal die Nachkommastellen mal auf richtig fett auf 7. Dann kann ich das besser kontrollieren, ob die Daten auch übertragen werden. So, und jetzt kann ich das hier noch markieren und mache das hier nochmal größer, dass ich das hier auch vernünftig sehen kann. So, an diese Koeffizienten der Trendlinie kommt man über eine Matrixformel dran. Dafür muss ich jetzt zwei Felder markieren, weil ich zwei Ergebnisse haben will und dann beginne ich mit gleich RKP und dann hilft mir Excel auch schon. Also zunächst mal muss ich die Y-Werte anklicken, mit einem Semikolon trennen, dann die X-Werte, wieder ein Semikolon und dann muss ich hier noch ein var halt eintragen. Das kann man im Zweifelsfall auch sogar über Ausprobieren halt machen und abschließend muss man das mit Shift, Steuerung, Enter. Und dann werden diese beiden Koeffizienten hier eingetragen. Ich schreibe das mal hier Shift, Steuerung und Enter. Das ist wichtig für diese Matrixfunktion. So, und was man hier jetzt noch nicht erkennen kann, das ist jetzt eine allgemeine exponentielle Darstellung. Wir haben hier die E-Funktion und darum müssen wir von diesem Wert noch den natürlichen Logarithmus ziehen und landen dann auch bei diesen 0,5. Und das ist unsere Dämpfung. Schiebe mal das Diagramm hier etwas rüber und damit das hier etwas schneller geht und ich nicht so überlegen muss, habe ich mir, wie gesagt, Sachen vorbereitet. Ich kopiere mir mal hier die Überschrift der Datenreihe, die ich jetzt produzieren möchte. Da muss ich nämlich jetzt genau diese Formel eingeben.
für die gedämpfte Schwingung. Das ist ein Sinus Omega t und gedämpft wird die über e hoch minus Delta t. Also, was ich jetzt letztendlich brauche, ist noch eine Amplitude. Die setze ich jetzt einfach auf 1 und ich schreibe mal immer Einheiten dahinter. Das ist ganz gut. Ich nehme jetzt mal an, dass das gemessen wurde mit einer Spannung. Man schreibt da aber hinter, kann auch eine andere Messgröße von der Einheit her sein. Ja. So, dann muss ich mir eine Frequenz bestimmen in Hertz. Ja. Und ich muss mir ein Omega bestimmen. Und die Frequenz, das sind ja hier meine Maximalpunkte, die aus der Messung herausgekommen sind oder die man in irgendeiner Art und Weise ermitteln muss. Und der Abstand zwischen zwei von diesen Zeitpunkten ist eben entsprechend der Kehrwert von der Frequenz, also 1 durch und dann dieser Wert minus dem Nachbarwert, Klammer zu, ist dann die Frequenz, die hatte ich hier auch bei 2 eingestellt. So, ich gebe diesen Größen jetzt mal Namen mit der rechten Maustaste. Dann wird auch automatisch vorgeschlagen Amplitude. Hier wird auch F vorgeschlagen und das ist gleich 2 mal Pi. Und Pi in Excel muss immer mit Klammer auf, Klammer zu geschrieben werden. Jetzt habe ich da ein Plus da rein gemacht, da muss ein Mal rein. Und dann muss da nochmal ein Mal rein und mal F. Da kann ich das angeben, dann brauche ich nicht mit diesen Zellen arbeiten. Da kann ich die Nachkommastellen reduzieren und kann ja auch eine Einheit schreiben. Das wäre jetzt eben Hertz mal 2 mal Pi. Also nur, um das jetzt mal konsequent zu machen. Und so, und das Omega definiere ich mir auch als Namen. Dann wird diese Formel hier auch ein bisschen übersichtlicher. Da kann ich jetzt Amplitude schreiben. Mal E-Funktion ist Exponent von minus Delta, das muss ich jetzt gleich noch definieren, mal T und T ist hier diese Spalte, Klammer zu, mal Sinus von Omega mal T. So, da definiere ich mir noch definiere ich mir noch das Delta als Dämpfung. Also gehe wieder auf den Zahlenwert, rechte Maustaste, Name definieren und dann kommt da auch das Delta. Und dann hat er hier jetzt auch schon einen Zahlenwert gerechnet. Jetzt muss man irgendwie noch eine Schrittweite überlegen. Ich nehme mal 0,02 Sekunden. Ja, auch aufziehen und dann kann ich mir meine Daten hier schon mal darstellen und kann jetzt im Diagramm sagen, Daten auswählen. Also dieser erste Datensatz, das ist faktisch meine Hüllkurve von der Schwingung. Und hier gebe ich jetzt mal irgendwie den Zeitverlauf, also die Rohdaten von dem Zeitverlauf halt her und die X-Werte markiere ich dann. Ich kann das nachher jetzt auch noch verlängern, also noch mehr Daten halt nehmen. Also und dann habe ich hier auch schon meine Kurve. Da kann ich mal die Markierungen halt ausschalten. Keine. Dann habe ich hier eine vernünftige Kurve. Allerdings, warum geht jetzt hier meine Dämpfung nach oben? Ja, weil ich jetzt hier das Minuszeichen doppelt habe. Ja, meine Dämpfung hier ist negativ schon, also kann ich hier in der Formel das Minuszeichen halt rausnehmen. Ich muss das gerade hier nochmal neu aufziehen. Dann wird meine Dämpfung hier von der Amplitude halt auch kleiner.
So, wenn ich jetzt noch das verlängern will bis zum Schluss, dann kann ich das hier nochmal anklicken und kann dann hier alles sozusagen halt weiter aufziehen. Das kann man bestimmt auch irgendwie geschickt mit einer Maustaste halt machen, aber ich mache das jetzt einfach mal hier in so einer Art und Weise und jetzt ist das auch bis hinten hin dargestellt. Ich fokussiere mich hier jetzt nicht auf die Achsen, kann man jetzt irgendwie noch benennen und so weiter. Worauf ich hinweisen wollte, war eigentlich diese Geschichte, dass man hier eben mit dieser RKP-Funktion an die Koeffizienten dieser Gleichung halt kommt. Wenn man diese gedämpfte Schwingung selber messen will, auswerten will, bietet es sich eigentlich an, das mit DASYLAB zu machen. Das habe ich hier mal durchgeführt. Da habe ich hier so eine DASYLAB-Simulation geschrieben, wo man eben so eine gedämpfte Schwingung halt hier hat. Also da ist dann eben entsprechend diese Formel mit dem mit der E-Funktion und dem Sinus halt wieder drin. Und ich kann daraus jetzt eben auch eine Messung halt machen, indem ich halt hier das synthetische Signal durch die Soundkarte ersetze. Das habe ich hier auch vorbereitet. Ich will da jetzt auch gar nicht so lange jetzt noch was zu zeigen. Ich starte jetzt einfach mal eine Messung und kann mir jetzt eben hier von so einem klingenden Weinglas dann eben die abklingende Funktion und die Dämpfung halt eben bestimmen. Das wird jetzt hier in Excel dann über eine Regression gemacht und man muss eigentlich nur zusehen, dass man über gewisse Fenster, gewisse Abschnitte halt eben die Werte halt ausliest. Beispielsweise hier werden jetzt einfach von dieser Schwingung die Maximal- und die Minimalwerte ausgelesen in diesem Statistikmodul. Maximumposition und also ich lese jetzt nur die oberen Werte halt aus, also nur die Maxima und trage die dann eben unten auf, immer für ein Set von 128 Messwerten und ich habe jetzt hier eben mit 32 Kilohertz gesampelt. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.